Das war US-Präsident Donald Trump heute mit Vertretern aus der Wirtschaft und weiterhin bei uns im Studio Professor Falke von der Universität Erlangen. Donald Trump hat mehrfach schon gesagt, er will der Präsident sein, der so viele Arbeitsplätze schafft wie kein Präsident vor ihm. Spielen denn da, wie wir eben neben ihm sitzend gesehen haben, die Wirtschaftsbosse in den USA so einfach mit und schaffen für ihn Arbeitsplätze? Das werden vielleicht erst mal Ja sagen. Und sie haben sicherlich auch Projekte in ihren Büchern. Und die werden einfach, diese Investitionsprojekte werden dann einfach zu Trump-Arbeitsplatzprojekten erklärt. Ich glaube, das wird der Trick sein, mit dem man Herrn Trump zufriedenstellt. Langfristig wird Herr Trump natürlich auch sehen müssen, wenn alle diese Handelsabkommen so schlecht sind, wie handelt man denn bessere aus? Und dann wird er auch sehen müssen, dass im nordamerikanischen Raum einfach auch viele Arbeitsplätze von Exporten abhängen, die die Amerikaner nach Mexiko, aber auch nach Kanada bewerkstelligen. Und das, glaube ich, hat er noch nicht so richtig erkannt, dass da auch auf amerikanischer Seite etwas auf dem Spiel steht, sollte er wirklich zu protektionistischen Maßnahmen greifen. Sicherlich, wenn man Deregulierung, Steuererleichterung in Aussicht stellt, werden vielleicht auch extra Arbeitsplätze geschaffen. Das wird aber, glaube ich, wenig zu tun haben mit der Veränderung der Handelsbeziehungen. Donald Trump hat in seinem Statement heute auch Bilanz gezogen, seine ersten 30 Tage. Kein Präsident vor ihm habe so viel geschafft und umgesetzt wie er. Unabhängig von dem, was er umgesetzt hat, er hat ja schon ein gewisses Tempo vorangelegt. Hat er denn tatsächlich besonders viel geschafft? Ja, also wir können das natürlich mal mit seinem Vorgänger Barack Obama vergleichen. Der hat in diesem Zeitraum, in den ersten 30 Tagen, ein Riesenkonjunkturprogramm verabschiedet. Er hat die Automobilindustrie gerettet in Detroit. Und er hat im Grunde genommen die Bankenrettung auf den Weg gebracht. Also wenn man das mal ganz konkret vergleicht, ist Obama ein sehr viel erfolgreicherer Präsident gewesen. Herr Trump hat legislativ bisher überhaupt noch nichts umgesetzt. Er ist im Grunde genommen ein Ankündigungspräsident mit exekutiven Anordnungen. Es gab heute noch einen weiteren Schauplatz, ein weiteres Thema in der amerikanischen Politik und von der Regierung Trump, kann man sagen, und zwar bei der CPAC, bei der Konferenz der Konservativen, die es einmal im Jahr in Washington gibt. Im vergangenen Jahr war Donald Trump da so etwas noch wie ein Außenseiter und gar nicht der Favorit der Konservativen für das Präsidentenamt. Dieses Jahr hat sich aber alles um ihn gedreht. Ist er denn ein anerkannter Konservativer? Ja, also das, was wir bisher gesehen haben bei der Conservative Political Action Conference, es ist eigentlich eine Jubelfeier für Trump. Alle sind auf ihn eingeschwenkt, alle umgarnen ihn, er wird morgen der Hauptredner sein. Das scheint zu sein, dass er sozusagen sich als der große Einiger der Republikaner darstellen kann. Es ist auch sehr deutlich geworden in einem sehr prominenten Auftreten von Stephen Bannon und Reince Priebus, die ja so ein bisschen als Gegensatzpaar bisher gezeichnet wurden. Die haben aber gesagt, im Grunde genommen arbeiten wir zusammen. Besonders Bannons Auftritt war erstaunlich, weil es doch zeigt, dass er irgendwie so etwas wie das Kraftwerk dieser Administration ist, die sozusagen die ideologische Energie zur Verfügung stellt. Und von daher kann man sagen, augenblicklich schwenken alle auf Trump ein. Die Unterschiede und Differenzen, die sind jetzt erstmal vergessen. Und wir begeben uns sozusagen alle in das Trump'sche große Zelt. Wir sind gespannt. Wir verfolgen das Thema weiter, auch ob er die Republikaner, ob Donald Trump die Republikaner im Kongress langfristig hinter sich haben wird. Denn die sind ja noch mal etwas anderes als diese konservative Elite, die sich zu der Konferenz jetzt getroffen hat. Herr Professor Falke, vielen Dank für Ihre Einschätzung heute Abend bei uns bei Phoenix. Gerne. Danke.